Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Es steht die Weekend League an und Projekt Elite 3 steht an. Und ich habe jetzt auch Coutinho wieder verkauft. Habe ich das beim letzten Mal schon erzählt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich Coutinho verkauft, weil er einfach auch nicht wirklich funktioniert hat. Und habe ich dann dazu entschlossen. Habe ich dann dazu entschlossen, mich nochmal nach einem anderen ZOM umzuschauen und habe sogar einen ZOM gefunden, der preiswerter ist als Coutinho, und zwar Santi Cazorla. Ist sogar ein 86er ZOM, aber halt relativ langsam, und aus diesem Grunde werden die meisten halt lieber einen Coutinho spielen als einen Santi Cazorla. Santi Cazorla ist beidfüßig, hat einen sehr geilen Pass, hat ein sehr geiles Dribbling, und deswegen habe ich ihn mal genommen zum Testen. Ja, sehr gutes Dribbling, sehr guten Pass, Schuss reicht, weil er hat auch wieder das Attribut Distanzschütze. Tempo ist halt recht niedrig, aber er hat wieder einen schnellen Antritt und nicht ganz so gute Sprintgeschwindigkeit, das geht. Und nur 12.000 gekostet, ich habe ihm natürlich wie immer Maestro gegeben, Schuss, Dribbling, Pass. Ja, und bin gespannt und hoffe, dass der besser funktioniert als der Coutinho. Und ich glaube, wir müssen eine. Wobei, wenn ich es gucke, dann ist er eigentlich bloß der Sechser. Und der Stürmer unter 90, das heißt, ich könnte eigentlich, um mir eine Teamfitness zu sparen, so eine Fitness verteilen. Und noch so eine Fitness verteilen, und dann können wir, oder dann werden wir erst im nächsten Spiel, oder nach diesem Spiel hier die Teamfitnesskarte verteilen, da können wir wieder ein bisschen sparen. Und ich denke, das wird so passen, weil alle anderen Positionen haben mindestens 90, plus die Außenmittelfeldspieler, die haben sowieso ein bisschen mehr, weil sie ja nur eine Halbzeit spielen. Ja, soll reichen. Also dann, konzentrieren, gut spielen, hinten gut stehen, abwarten, verteidigen, nach vorne nicht die gegnerische Spielweise aufzwingen lassen. Wir haben in letzter Zeit, glaube ich, ziemlich viele sehr aggressive Spielertypen gehabt. Mal gucken, wie das dieses Mal ist. Und da haben wir mal einen anderen Innenverteidiger. Keine Ahnung, wer dieser 83er ist. Einen anderen Rechtsverteidiger haben wir auch. Und der Linksverteidiger, den sieht man ab und zu, aber nicht ganz so oft. Im Sturm Storage, das heißt wieder mal die linke Seite verteidigen. Und dann spielen wir weiter. Konzentration bitte. Vielen Dank. Santi Cazorla, erster Ballkontakt. Fast. Schade. Aber es sah halt so aus, als wenn sich Defoe da leicht absetzen würde. Das war ein schwacher Pass. Oh, schöner Schuss, aber auch krass gehalten von Cech. Ich glaube, der war nicht platziert genug, der Schuss. Also er hätte noch einen Tick weiter nach links gemusst, damit er reingeht. Frage mich gerade, ist Fernandinho jetzt wieder der beste Eckengeber? Vielleicht hätte ich nochmal gucken sollen, ob man vielleicht Santi Cazorla da einstellt. Ich vergesse halt immer bei einem neuen Spieler das einzustellen. Sehr schön. Sehr schön, genau da soll er hin. War noch gar nicht so schlecht gespielt. Hätte ich vielleicht mit Santi Cazorla nochmal zurücklegen können, statt selbst zu schießen, aber war doch okay. Schöner Pass auf Sterling. Oh.
Doch, da hat er Glück, dass danach geblockt wird, der Schuss. Der wäre bestimmt rein. Eigentlich schön rausgespielt. Verzögert, aber es kommt noch, sehr gut. Schade. Kam zu spät der Pass. Oh, fuck! Was macht denn Dello Feder? Oh mein Gott! Aber wie gesagt, er hat keinen guten Abschluss, von daher ist es irgendwie zu verstehen. Aber wieder eine super geile Situation, schön rausgespielt mit Santi Cazorla und Defoe und naja. Kommt dann leider nicht mit dem Spieler frei zum Abschluss, mit dem ich gerne zum Abschluss kommen würde. Och Mann. Yeah. Da läuft aber Santi Cazorla auch einfach nicht gut, ey. Der läuft halt in den Rücken des Gegners. Oder er läuft so, dass der Gegner ihn quasi abdecken kann, was halt einfach dumm ist. Wir haben halt zweimal den Ball und kriegen es nicht hin, dass er mal wegfällt. Also wir haben richtig gute Chancen gehabt. Das ist auf jeden Fall glücklich für den Gegner, dass es hier noch nicht 1-0 für mich steht. Leider ein Foul. Oh nein! So ein Dreck aus der Drehung und es wird auch noch gefährlich, ey. Schade. Ich hatte kurz Angst. Es hätte gefährlich werden können, haben wir Glück gehabt. Also Santi Cazorla gefällt mir bisher eigentlich ganz gut. Noch nichts gemerkt, dass er mir zu langsam wäre oder so. Hab Sterling in den Lauf geschickt, er macht's nicht. Ja, schade, schade. Also die Formation lassen wir natürlich, weil ja, wir haben uns eigentlich richtig gute Chancen rausgespielt, die dann leider nicht reingegangen sind. Defoe hatte ja bestimmt zweimal die Möglichkeit. Das eine Mal wurde halt einfach die gute Abschlusssituation geblockt. Da kann er halt, denke ich, nichts dafür. Das andere Mal weiß ich gar nicht. Wurde das auch geblockt oder? Weiß ich nicht mehr, aber es gab auf jeden Fall noch eine zweite Situation, die dann auch nicht reinging, logischerweise.
wieder ultra knapp. Und wir kriegen wieder den Ball rausgespielt, aber es reicht halt nicht. Also der Gegner bleibt leider im Ballbesitz. Wow, was machst du denn? Fuck! Hätte das so schön flach ins lange Eck spielen können. Also es ist jetzt schon lächerlich, dass es hier noch nicht 1-0 steht für mich. Oh Mann, ich dachte mit dem starken Linken, da kann er mal einen aufziehen. Aber ich stand halt auch so unter Druck, da ging nicht mehr viel. Scheiße! Das wär's wieder gewesen. Halleluja, ey. Mir fällt gerade ein, Reus. Hab wieder vergessen einzuwechseln. Oder generell Reus und Dembele. Oh, Freunde. Oh. Das gibt's doch nicht! Den kann er doch einfach fangen! Der hat 90 auf Ballsicherheit! 90! Und hält so einen Ball nicht? Kann ich nicht nachvollziehen. Ach ja, nach der Cazorla hat nicht die geilste Ausdauer. Dembele war aber, Coutinho war aber auch zu viel wert, als dass ich jetzt sage, okay, ich behalte ihn einfach als Wechselspieler. Aber egal, ich kann dann ja irgendwann wieder Firmino einwechseln. Als ZOM, wenn ich will. Wurde gewechselt? Ja, das Reus. Ich hatte schon Angst, dass ich wieder zweimal einen Begleitschutz geben, aber es ging dann auch gerade so gut. Kommt hier zu blöden Chancen, die er sich echt nicht rausspielt. Das kostet mich an. Und ich habe die absolut krassen Abschlusschancen und mach sie halt nicht rein. Was? Ich dachte echt, der Gegner war noch dran gewesen. Und wieder ist er im Ballbesitz. Eieiei. Boah, ey, das wäre es noch gewesen, so ein scheiß Distanzschuss, der dann irgendwie reinfällt. Wäre natürlich sowas von unverdient. Ja, ich dachte, Reus läuft durch. Sorry, dass ich dumm bin. Geil, 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 geil. Soll denn auch über außen spielen? Ist denn das so schwer? Ruhig bleiben. Wir müssen einfach nur dranbleiben, dann schießen wir ja noch das Tor. Aber den unten einspielen. Oh, Freunde, macht mich nicht verrückt hier. Ganz in Ruhe. Ich muss genauso weiterspielen wie bisher. Ganz in Ruhe. Ja, der Pass kam halt auch eine Stunde zu spät.
War natürlich ein total sinnloser und dummer Aufbaufehler. Oh, da kommt. Ich mache ihn stark. Es ist sinnlos. Was mache ich denn? Wieder sinnloser Aufbaufehler. Oh, wir haben viel mehr Power mit dem Bild und trotzdem schafft's Klischee. Wahnsinn. Geniale Ballbearbeitung von Matic. Ich sag ja, Kanté wäre wahrscheinlich so viel geiler. Fuck, ey, gegen den Spieler die Verlängerung so sinnlos. Echt komplett sinnlos. Der hatte dann ein paar gute Momente, aber trotzdem war einfach total unnötig. So, oh, Cazorla ist mir eigentlich zu gut. Da fühlt sich eigentlich ganz geil an, als dass ich ihn jetzt schon auswechseln will. Dembele, ich schicke einen Lauf, er rennt in Richtung meines Tors. Geiler Pass. Gut rausgegrätscht. So, jetzt mach das Ding einfach rein. Komm, du hast schon mal einen gemacht. Wurde aber auch Zeit, schön durchgespielt und Cazorla macht die. Nice. Ich habe da gesagt, es ist gut, ihn nicht auszuwechseln. Und ich glaube, dann wechsle ich jetzt für Firmino gegen Fernandinho gegen Mustafi aus, um mehr defensive Stabilität reinzubekommen. Das ist eigentlich geiler an diesem Premier League, dass ich drei Wechselspieler habe. Das war schon wieder, das war eine Flanke, Freunde. Das war eine Flanke und die war flacher als jeder straffe Pass. Ja, kann man auch mal als Foul pfeifen.
Defensiv rein mit Mustafi jetzt als Sechser, sollte das eigentlich defensiv nochmal stabiler werden. Das war gerade Mustafi. Sehr gut. Geht auch jemand sehr kräftig rein. So, jetzt aber Defoe, komm schon. Und Smalling! Ja! Smalling mit dem 2-0, sehr geil. Ich glaube, das erste Kopfballtor von Smalling. Und damit sollte es eigentlich auch der Deckel gewesen sein. Es ist auch absolut verdient, verdammt nochmal. Nice. Oh, macht ihn das lange Eck, sehr geil. Cech hat auch echt genug gehalten beim Gegner. Würde mich nicht wundern, wenn er der beste Spieler von ihm ist. Damit auch wieder Vorlage von Dembele. Boah, was für ein schwacher Pass von Mustafi. Ich meine, klar, Mustafi hat nicht den besten Pass, aber man war auch komplett unbedrängt. Kurzpass von Smalling, er hat auch keinen guten Passwert, aber naja, auch das finde ich ziemlich übertrieben, dass der so in die Hose geht. Hat er gedacht, dass das so geht. Das war geil, gedribbelt. Schön den Ball vorbeigelegt. Jo, dann kommt natürlich so ein einfacher Pass wieder mal nicht an. Egal, 120. Minute spielt keine Rolle. War auch einfach nur ein Abpraller, den er dann nochmal bekommt. Scheiß drauf. Und wie gesagt, absolut verdienter Sieg hier. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Nice, damit brauchen wir glaube ich nur noch einen Sieg für Gold 3, um unser Minimalziel zu erreichen. So, Tore. Cazorla, Smalling, Vorlagen. Matic und Dembele. Fünf Paraden, mein Tschech. Oh, sein Tschech ist nicht der Beste, hat auch fünf Paraden. Ich hätte echt das stärker eingeschätzt bei ihm. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr. Ja, genau, sehr gut. Wir brauchen noch einen Sieg. Ich war gerade verwundert. Ich wollte gerade sagen, hey, wir haben es doch eigentlich geschafft. Nee, Quatsch. So, ich glaube, das ist das schlechteste Ergebnis nach 10 Siegen, oder? Nur noch 7 Spiele übrig? Ich glaube. Vielleicht in der ersten Weekend League, da kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber ansonsten müsste es das schlechteste Ergebnis sein. Nee, nicht raus. Jetzt schauen wir noch mal, wer die Rollen übernehmen soll. Ja, dachte mir nämlich schon, dass Cazorla da am besten ist. Cazorla macht einfach mal alles. Hat auch den besten Elfmeter, okay. Ja, das weiß ich halt nicht, ob da jetzt Defoe besser ist. Ich habe das jetzt gar nicht im Kopf, wie der Elfmeterwert aussieht, aber müssen wir mal gucken. Marksman boostet, glaube ich, den Elfmeterwert um 5. Also da können wir dann mal nachschauen beim nächsten Mal, falls wir irgendwann mal jetzt einen Elfmeter bekommen. Egal, weiter geht's. Cazorla macht ein wichtiges Tor im ersten Spiel und fühlt sich auch so gut an. Überhaupt nicht so langsam oder so. Von daher, der wird wahrscheinlich auch, das heißt wahrscheinlich, der wird, ja doch, wahrscheinlich, er wird wahrscheinlich auch nicht mehr gewechselt werden, die restliche Weekend League. Oh, ich bekomme natürlich einen starken Gegner. Okay, das wird dann wahrscheinlich wieder sehr schwer bis fast unmöglich hier zu gewinnen. Inform oder Second Inform Benteke, dann halt, ja, guckt's euch an. Einfach nur krass. Aber ich versuche gut zu spielen. Wir haben ja zumindest im letzten Spiel, der Gegner war auch nicht so gut, sehr schön dominiert. Hat ein bisschen gedauert bis zum Tor. Länger als geplant, erhofft oder gewollt, aber egal.
Oh, den hat er leider gut weitergeleitet. Fast ein Traumpass, wenn Coleman nicht rangekommen wäre. Das war dann einfach merkwürdig, auch dass Sterling da zu langsam ist, finde ich. Ball sollte eigentlich auch nicht dahin. Da hat er wieder ein bisschen Glück. Geile Grätsche, bleibt einfach im Ballkontakt, im Ballbesitz, das ist nice. Ja, zu sehr beschäftigt damit, den Gegner abzudrängen. Gegner spielt auf jeden Fall besser als der Gegner, das wird ein schweres Spiel, das war jetzt schon. Oh, da muss er einfach nur das Bein rausstellen, dann haben wir den Ball. Schön gemacht von Cazorla. War sogar ein Foul von ihm, interessant. Oh, das ist rot. Oh, krass, das ist eigentlich rot. Ich weiß auch nicht, warum ich da von hinten so reingerätscht. Ah, das ist eigentlich rot. Haben wir Glück gehabt. Oh, nice gehalten von Butland. Krass. War eigentlich ein sehr schöner Schuss, wie ich fand. Gemacht von Fernandinho. Schade. Oh, das ist immer am Anfang nicht einzuschätzen. Man macht bei der Schuss dann einen Stand und die meisten antizipieren dann direkt wieder nach hinten und dann kann man halt weiter durchlaufen. Er bleibt halt einfach stehen. Damit rechne ich halt nicht. Fuck, Mann, ich hätte lieber in die Mitte ziehen sollen. Ich weiß nicht, ob es besser ist, am Anfang bei der ersten Schussdeutung wirklich direkt zu versuchen, in die Mitte zu ziehen oder ob es besser ist, dann wieder durchzulaufen. Ich glaube halt, was ist besser, durchzulaufen? Aber es ist schwer zu sagen. In dem Fall hat leider Durchlaufen gar nicht funktioniert. Krass, wie Dellofeu fast rankommt, ey. Ich wusste es. Oh, dreckiges Flanken, Scheißtor, ey. Ich wusste, dass Benteke sich da durchsetzt. Das ist nervig, weil Flankentore halt so gut wie nie passieren, aber egal. Wir hatten auch den Ball quasi vorher, also, naja, müsste ich machen.
Fernandinho. Finde halt auch nicht, dass der Gegner hier verdient führt. Natürlich, war wieder so eine Situation. Ich hab den Ball. Häusen den Bele rein und hoffen, dass wir das Ding hier noch irgendwie ziehen. Ich finde auch, die Formation funktioniert bisher ganz gut. Haben noch genügend Zeit, aber es ärgert mich halt einfach. Kein rausgespieltes Tor. Einfach nur wieder eine Lucky Flanke und das Ding ist halt drin. Fuck, Mann. Ruhig sein, weil sonst kann ich mich nur noch mehr reinsteigern. So, jetzt bitte auch einfach mal nach einer Flanke ins Tor, danke. Keine Ahnung, es war wieder ein CPU-Kopfball, das war ich nicht. Alter, das gibt's gar nicht. Schon wieder haben wir den Ball eigentlich. Natürlich muss dann dieser ultra wichtige Pass von Reus verkackt werden. Was sonst? Damit es halt ja keine gefährliche Situation gibt. Schon wieder ein einfacher Pass, der verkackt wird und dadurch uns eine mega geile Chance nimmt. So ein verschissener Lacker, ey. So eine verdammte Scheiße schon wieder. Dieser wichtige Pass von Reus kommt nicht. Dieser super einfache Pass im Mittelfeld kommt nicht. Gegner bekommt ein verfluchtes, einfaches Tor geschenkt. Ey, das kotzt mich an. Es ist immer noch nicht verdient, das 2-0.
Ja, jetzt ist es natürlich noch unverdienter, dass der Gegner 2-0 führt. Wäre eigentlich eine schöne Situation für ein 2-1 gewesen. Und da muss natürlich so ein Dreckspass rausgehauen werden. Was sonst? Da wartet man die ganze Zeit, dass er einen ordentlichen Pass raushaut und dann haut er halt so eine Scheiße raus. Was sonst? In einen Tick eher kommt der Pass. Geil. Da soll der Pass natürlich nicht hin, ist denke ich auch wieder klar. Hallo, was sonst? Es könnte jetzt locker 2-2 stehen. Wie gesagt, können jetzt ohne Probleme 2-2 stehen. Aber es muss halt eine unverdiente Niederlage werden, was sonst? Ja, ist kein Foul gewesen. Oh, ey, wie es halt ohne Scheiß 2-2 stehen könnte. Ohne Probleme. So unverdient. Vor allem das 2-0 ist so unglaublich. Einfach nur ein total einfacher Pass im Mittelfeld wird verkackt. Ich weiß nicht, wer es war. Es könnte Matic gewesen sein. Wird verkackt. Und das ist der Grund. Das alleine ist der Grund dafür, dass ich dieses Scheiß 2-0 kassiere. Und mal gucken, wer das war, ey. Es war nochmal das 1-0. Das 1-0 war doch auch so lächerlich. Ach ja, das 1-0 war diese dumme Flanke. Sieht man da nochmal den Fehler? Nee, das ist zu lange her. Aber ich glaube, hier hat man schon mal irgendwo vorher den Ball. Naja, die sieht man auch nicht mehr. Schade. Ich weiß nicht, wer den verkackt hat. Ich weiß es nicht, aber es war ein super einfacher Pass, der verkackt wurde. Das ist auch scheißegal, was so ist. Oh, ey, das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Gegner war definitiv nicht besser. Und wie gesagt, dann am Ende diese zwei Riesenchancen, die ich da habe. Oh. Unglaublich. Noch 6 Spiele übrig. Brauche noch einen Sieg. Ich hoffe mal, dass ich das schaffe. Egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.